Hi Leute, ich bin Mailand und willkommen zurück zur Propellermütze. In diesem Video geht es um den BZ-75, den Stufe 10 chinesischen schweren Panzer mit Raketenantrieb. Es ist auf dem Papier ein cooler Tank, weil er ist einigermaßen mobil, 650 Alpha, Gun Depression, bisschen Panzerung hier und da, an sich ein vielversprechendes Konzept. In der Realität ist der Panzer nicht ganz so leicht zu spielen, weil drei große Weakspots oben auf dem Turm, eine Wanne, die nicht viel aushält, gerade dann auf Stufe 10 gegen Premium-Munition überhaupt nichts wegstecken kann, und eine Mobilität, die eigentlich wirklich nur gut oder überragend ist, solange man die Raketenaufladungen noch nutzen kann. Ich habe auch gemerkt, dass die Kanone ziemlich zickig sein kann, schnell an ihre Grenzen kommt, gerade so auf mittlere Entfernung, und auch was Snapshotten auf selbst kurze Entfernung angeht, da beißt die gern mal ins Gras. Aber irgendwie hatte der Panzer dann doch seine Momente. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mit so objektiv schlechten Panzern gelingt dann trotzdem hin und wieder mal eine gute Runde und man denkt sich, so scheiße ist der Tanker doch gar nicht. Anyway, wie dem auch sei, falls ihr diese Linie grinden möchtet, ich würde euch empfehlen, zum einen natürlich der beste aus der Reihe ist der 8er Premium, der ist fast besser als der 10er, wenn man es genau nimmt. Der Sweet Spot ist eigentlich aus diesem ganzen Forschungszweig der Stufe 9 Panzer. Der hat eine sehr gute Turmpanzerung, die Kanone ist nicht ganz so trollig wie beim 10er und der fühlt sich auf Stufe 9 einfach ein bisschen stimmiger an. Ja, das ist meine Präsenz dazu. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Einmal Stabi und einmal Lüftung. Ja, Stabi nehme ich mit, glaube ich, ne? Please, no all to hill, balanced. Ich meine, recht hat er. Boah, hier, Alter, guck mal, was ich kann. Ach, ich schieße hier, das wusste ich gar nicht. Ich nicht mitbekommen. Kann ich mich eigentlich hier hochboosten? Ich probier's, Leute. Sollte doch gehen, ne? Sprechen wir bitte nicht über den einen Schuss da gerade, ne? Der ist einfach nicht passiert. So, versteckt sich der FV hinter der Ecke? Wahrscheinlich, der wartet nur. Ne, da ist er. Okay. Wartet eventuell nur drauf, dass ich mich drehe oder wende. Muss ihn mal im Auge behalten, dass er schießt. Der nimmt mich gar nicht wahr, na dann. Der vermeint, jetzt hat er mich gesehen. Das ist ein absoluter Hirntoter Primat, Alter. Dieser TVP aber ganz genauso hinter mir. Guter Push, mein Bruder. Das ist wirklich WOT heute am Montag, ne? Junge! Guck mal, hier oben. Der nächste. Oh, Junge. Oh, das ist so dumm. Wie die halt auch alle reinjodeln, ne? Also keiner denkt mal, überdenkt das Ganze, oder? Da wird gejodelt, was das Zeug hält. Schade, jetzt ist aber der Spaß vorbei. Meine Raketen sind leider aus. Der Schlitzwagen hat, glaube ich, auch nochmal Bock, ne?
Komm mal ran mit deinem Stritzi, Bipsi. Ey, FV Loser, stop cap. Echt, ey. Hör mal auf, jetzt zu cappen, mein Bruder. Mate, Vorsicht. Ja, hätte ich jetzt nicht reingepickt an so viele Gegner, aber gut. Was du mich lassen kannst, ne? Stritzi, Bipsi. Komm mal hier hinter dir, 20 Tanks, die dir in den Arsch bringen. Absolutes Primatengefecht, war das denn bitte? 3,5 Minuten. Puh. Ey, wirklich. Wie solche Eingeborenen, ne? Wie heißen die? Origines? Origines? Ihr wisst, welche ich meine, ne? Nimm Kriegsbeil. Absolute Zootiere, Aborigines, ja, danke. Aber das waren 7100 Schaden in 3 Minuten und 48 Sekunden. Ich glaube, so viel habe ich noch nicht geschafft, so schnell. Wahnsinn. Nee, Twitch Analytics im Allgemeinen sind sehr schlecht. In YouTube kannst du basically alles einsehen. Ich weiß ganz genau, welche Schuhgröße derjenige hatte, der gestern um 17:39 und 18 Sekunden auf dem Flug von Tokio nach München mein Video für genau 3 Sekunden angeschaut hat. No. Sowas zeigt mir YouTube an. Aber bei Twitch weiß ich nur, VOD existiert. VOD existiert auch nicht. Mir fällt jetzt erst auf, dass du 3 Gamma auf deine Mikrohalterung hast. Ja, da staunst du, ne? So was wir die ganze hatten. Oh, nee, da kann ich eigentlich nicht drauf schießen aus Mitleid. Dann nehmen wir lieber diesen hässlichen Typen hier. Und prallen ab. Welche Schuhgröße hatte er? 21. War ein Asiate. Der piekt gleich da wieder um die Ecke, genau. Das ist nachher mein Untergang. Nee. Das gibt positives Karma. Irgendwas Gutes wird mir die Runde wieder fahren. In before full HP Amorek durch den Gegner. Ah, der Mino steht unten, okay. Hier ist Simon, Mino unten. Guckt euch das mal an. What the fuck? Wir haben 6 TDs und alle 6 TDs schauen zum Beach. Also Lehrer, Leute. Ah, der Trade geht auch in Ordnung. Lärmen durch Schmerz. Ich glaube, der T69, der fühlt schon, erfährt schon genügend Schmerz während seines Grindes da. Braucht man nicht noch mehr Schmerzen hinzufügen. Verursachen. Willst du mich verarschen? Mit seiner kleinen Rotzknifte, du. Er trifft nicht mal die Kupole, er trifft das Dach. Pennt trotzdem. Das ist schon witzig. Budget AP. Oh. Ich gerne HE laden. Oh, jetzt 1000er Schelle. Achtung. 869. Nehme ich auch mit. Dieses Geräusch, ich kann es gar nicht nachmachen, ne, vom, wenn er HE pennt, das ist so ein bisschen wie das Counter-Strike-Headshot-Geräusch und ist schon sehr befriedigend. So komisch das auch klingt. So, Indian, hast Bock? Piek mal rein hier. Kein Bock? Schade. Ey, jetzt steht der Kollege da oben. Ja, ja, du, meine HE ist gleich ready. Nice, Team mit war am Start. Super. So, theoretisch kann ich von hier den Skorpion da unten beschießen mit HE. KV4. Feuer. Excuse me, what the fuck? Er
kennt das mit seiner Standard-ABCR. Verrückt. Schade. Blockiert jetzt ein bisschen den Skorpion, den hätte ich gern beschossen. Ist das dein Ernst oder ist das dein Ernst? Meine Güte. Kann doch nicht wahr sein, hä? Oh Mann, ey. Bitte setz zurück, Skorpion. Nein. Okay, immerhin. He dead. So, wir müssen jetzt hier nach drüben verteidigen. Oh no, da ist der T69. T69, ich hab dich verschont zu Beginn. Jetzt wird aber. Jetzt ist aber Kämpfen angesagt, ne? Good. Das gibt jetzt eine klare. Das war eigentlich eine klare Kampfansage, oder? 8277 ist runtergefahren zum Beach. Das ist aber sehr gut für uns tatsächlich. Ja, das ist mein Fahrer tot. Der Richtschütze, der übernommen hat, kann leider nicht Vollgas geben. Der kann nur halb aufs Gas drücken. Nämlich keinen Bleifuß, der Boy. Wisst ihr was? Ich eier runter zum Beach. Was mache ich hier eigentlich? Da fiel doch gerade ein Baum, oder? 69. Please. Wer haut sich da die ganzen Bäume? Ab rüber jetzt hier, komm. Schluss mit den Spielchen. Was hat die Menschen machen eigentlich? SAPDK hat sich die Bäume umgeworfen. Von hier killen? Könnte ich theoretisch. Ich bin nicht so fest. Ach, damit wäre ich ein bisschen eher da gewesen, hätte ich ihn nehmen können. Aber egal, erstmal den E7. 3 HP, come on. Kommt. Hold up, er kommt doch nicht. Oh! Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Rückwärts, rückwärts, komm. Jetzt aber rückwärts. Lecker. Ey, gute Runde bisher. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das 277 hier gleich wieder ankommt. Aber dann lass mich einfach zum Beach runterdroppen, das passt schon, dass ich Probleme bekommen sollte. Achso, du sitzt da einfach und wartest. 77 ist da, ich klär erstmal die Bedshit. Hoi. Hat sich gar nicht bemerkt, aber ich bin tatsächlich hier noch fett am tun und machen. Turbo Jump. Ist der Ferdinand? Hey yo! Hey yo, what the fuck? Proxy Spot? Er weiß Bescheid, wa? Fuck you, RT. Hinter die Szene aus dem einen Best-of? Du stehst die ganze Zeit dort mit deinem Ferdinand. Fuck, Mann. Die eine Szene aus dem Best-of. Da springt da einer runter, killt mich im Flug und überlebt das. Also, literally überlebt das einfach ganz casual. Mhm. Wohl bekommt's, mein Guter. Lecker, lecker. Ja, hör doch auf, du Arschloch. Krieg die Knifte nicht auch.
Ich auch nicht, Mann. SH, du machst das super. Schön abfacken, die Gegner. Genau so machst du es. Perfektes Timing jetzt. Achtung! Der ist gerade hier. Ja, doch nicht! Das war ein Mid-Air 90 Degree hinter mir. No-Scope Auto-Aim war das. Schöner Move. Wahnsinn, der Bub, wa? Da staunst du. Oh, geil. Funktioniert aber auch nur mit Auto-Aim, solche Situationen. Gute Runde, Leute. 8K Damage, nehme ich mit. Und ich meine, es funktioniert auch, wenn alle Hügel fahren auf Himmelsdorf, ne? Also wenn auch die gegnerischen langsamen Tanks Hügel fahren, dann ist alles fein, ne? Aber das ist halt äußerst selten. Ah, ich kann nicht schießen. Wah! Leo, komm hier nicht. Lass dich hier nicht niederkriegen. Und der sitzt hier für den Tanz. Ja, das halte ich davon, mein Bruder. Wisst ihr was, Leute? Das mag jetzt. Ja. Das hat kein Gegner wirklich gemerkt. So, meine lieben leichten Panzer. Ne, er versucht ja gerade alle runterzukommen, weil er wisst, von hinten kommt so ein Raketen-Johnny. Er kommt aber gar nicht von hinten. Muss ich den jetzt echt killen, Leute? Oh nein. Okay. Gut aufgepasst vom TD. So, ich guck mal, was hier drüben vielleicht noch. Ja, ein paar Achter könnten wir sein. Junge, was geht denn in der Mitte nicht? Die 705 fährt jetzt hoch. Okay, irgendwas hat mich da gespottet. Wahrscheinlich von da außen. Aber der Progetto und die anderen, ich meine, Leute, seht ihr mich nicht? Bin ich unsichtbar? What the f... Die Gegner fahren einfach den Hügel hoch. Einfach so, als hätten sie noch nie was anderes gemacht in ihrem Leben, als den Hügel zu erklimmen. Skorpion auch noch, T10 auch noch. Das hatte sie auch alles vorgestellt, ne? Ach komm, man leckt mich doch, ey. Ja, ihr wollt da nicht irgendwie versuchen oder so? Ne? Ja. Nee, dann spielen wir halt ohne Hügel, das ist in Ordnung. Ich glaube, die haben einfach alle eine lange Pause gemacht und vergessen, dass der Hügel auf Minen vorteilhaft wäre. Die Gegner einfach hochfahren auf den Hügel und unser Team ist einfach keiner in unserem Team interessiert. Boah, wie schnell ist denn der Caliban jetzt weggefahren, bitte? Ich hab eine schöne HE für dich, mein guter Rheinmetall. Oh, die Leute auf mir, wirklich, das könnte ich einfach immer so kotzen, ne? Wenn ich diese Karte spielen muss. Die Leute nicht wissen, dass der Hügel sinnvoll wäre, den Hügel zu bespielen.
Okay, er tankt für mich, das ist gut. Wenn er weiterfährt, kommt der Stritz nochmal ran. Vielleicht soll ich dem Stritz hier das Haus zerschießen, damit er bessere Schussfeld hat. Schön, gut aufgepasst. Aha. Okay, Sue, das ist tatsächlich sehr gut, was er hier versucht. Ja, wer muss den opfern? Ne, aber er hat es verdammt gut gemacht. Adi hätte mich auch, okay. Er hätte mich auch gerettet, meine ich. So, naja, immerhin lebt noch einer mit 30 HP da oben. Ist doch gut. Balalala, was da los ist. Again, fuck in the ass bei WG. Mann. Einer der beiden Rheinmetalls ist noch nicht offen gewesen. Ich kann ihn versuchen rauszunehmen. Nevermind, der Stritzwagen macht ihn. Perfekt, sehr gut. Dann lade ich mal hier in HE rein. Ja, das sieht gerade ein bisschen special aus, was ich ja versuche. Nevermind. Ah, ein voller Peleo ist das, der ganz casual, der da rein marschiert. Okay. Stritzwagen mit dem Zwinker aus dem Weg. Chat, Real Talk. Wenn euch jemand einen Zwinker-Smiley als einzige Antwort zuschickt, also ihr fragt ihn irgendwas, das ist was komplett harmloses. Oder ihr fragt ihn irgendwas, was überhaupt nicht anstößig oder in irgendeiner Weise bei ihm große Emotionen auslösen sollte. Und ihr bekommt als Antwort einen Zwinker-Smiley. Was fühlt ihr? Hass. Liebe. Achso. Macht mich an. Arr. Easy. What the f... Wer bist du denn? Hat er die große Gun? Nee, hat er nicht. Oh. Leute, ich muss da gleich Anlauf nehmen. Ja, ich glaube, ich muss ihm noch erst einmal einen mitgeben. Ah, nee, nevermind. Lohnt sich gar nicht mehr. Nee, nee, bitte hilf mir nicht, Stritzwagen. Nein. Du Penner. So. Schön. Und was tut man, wenn man zum Schluss noch einen Booster übrig hat? Ja, wirklich sehr seltsame Runde. Das haben die Gegner gut geworfen, nachdem sie da einfach ganz entspannt zu 4 zu 5 auf dem Hügel standen. Der 705 hat sich droppen lassen. Da hat er einen gewaltigen Fehler gemacht in dem Moment. Ne? Wir hatten die Einserlinie dann gewonnen. Der PDA hat dann endlich seine vollen HP eingesetzt und das war gar nicht so schlecht. Schön. Hätte ich nicht erwartet und auch GG an ihn hier. Wir waren eigentlich dem Tode geweiht, aber er hat uns aus der Scheiße gerettet. Also ekelhafte Gegner, 60 DP, Kranwa, 705A, richtig ranzig. Kein Bock. Ich denke, ich fuck dich runter. Kein Problem. Oha.
Okay, der 260er ist rübergecrossed. Leon steht irgendwo. Da ist nichts, du. Ich würde einfach um die Ecke pieken, E5, also. Ah, der 705er guckt dadurch. Ah, Junge, diese Pose ist ja krank vom IS-7. What the hell? Was ist denn das bitte für eine Imba-Position? Da kann man ihn ja gar nicht beschädigen. Nicht mal die Arti kann ihn da beschädigen, oder? Das ist weg. Wo ging der Schuss hin? Schade. Zack. Hallo, SW. 1097er Roll, RNG gönnt mir. Okay. Ja, gut. Shit. Ist aber nicht safe, aber sobald ich. Sehen wir so ein dämliches MG. Lag nicht an Aim, war RNG definitiv. Eine nicht vorhandene Turmpanzerung, die mir hier das Leben erschwert. Ach! Ah ja. Tolles Map-Design. Bitch, suck on that, mate. Ich hau mal ab, hier ist das hier zu brenzlig, hier ist zu viel los. Golden Big Balls habe ich gekillt. Ach, hier steht ja der im IS-7, ich vergaß. Da steht ja der kacke IS-7 halt da. Hm. Leider. Steht er da noch? Schlecht von mir. Geschossen. Schlechtes RNG auf die Fluggeschwindigkeit der Granate. Für den Kill der Golden Big Bulls. So far, so good. Naja, so gut kann man jetzt, glaube ich, noch nicht behaupten, aber. Ja, aber E5, das Fenster. Okay, ich treffe seine Luke nicht, weil er mir das Geschütz beschädigt. Alles klar. Ja, der E5, der ist ganz schön drauf, ne? Der Centurion auch. Die wissen beide, was sie tun. Fünf ist ein Gamer, wie er auch die Kanone direkt hochnimmt nach dem Schuss. Okay, okay, Bruder. Das ist nicht mein Level, though. Mit denen möchte ich mich nicht anlegen. Tryhards. Kann ich auch hier hochballern? Beziehungsweise können die hier reinballern? Ich glaube, ich baite den Centurion mal. Ich warte, bis ich schieße, bis er piekt und dann. Nice. Very nice. So, mit dem E5 gleich dasselbe. Oh, E7 ist rüber. Ich sollte im Sidescript stehen, weil wenn der durchzieht, dann drückt er mir. Jetzt zieht er durch. Flache Seite. Panzer nicht durchschlagen. Warum sehe ich die nicht? Also doch.
Also 705 war auch rüber gedonnert. Okay. Die komplette andere Flanke ist offen, fällt mir gerade auf. Die Entdeckung, Jungs, bitte. Concept One Shot. Guter Kopf, guter Hit, meine ich. Ich hätte ihn jetzt gemacht, ne? Irgendwie weg hier. Ja. So halte ich ziemlich komplett raus. Wie goldrichtig das Timing war, ne? Weil hinter mir stand schon der Brugetto und hat gewartet. Ich weiß aber nicht ganz, wo mir die Leute jetzt am besten helfen können und wo ich dann auch immer gut safe stehen kann. Ich glaube, ich stelle mich zu diesem TVP hier drüben in die Büsche. Ein Stückchen weiter muss ich, ne? Genau, hier habe ich das Haus in die andere Richtung und ich kann da noch in die Richtung ballern. Liegt der da? Ja. Ah, die Grille. Come on, Leute. Haltet rein dort. Fuck, Gamer ist auf dem Weg. Ich muss mich halt immer weiter zurückziehen. Ne? Das ist ein bisschen ekelhaft. Hier ist aber gar nicht so schlecht, ne? Weil die Artis können reinhalten. Die Grille. Ah, der Brugetto, klar. Ja, aber ich stelle mich mal hier hin und scope hier die Gasse runter. Obwohl, nee, dann können die auf mich schießen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss hier hinten bleiben. Keiner da. Foch soll hier jeden Moment ankommen, denke ich. Ja, ist schon weitergefahren. Rückwärts, Foch, rückwärts. Ich dachte gerade, der Brugetto wäre ein Mate. Weil er direkt vor mir so lang fährt auf einmal. Ja, TVP, wir stehen hier beide nicht optimal, ne? Hier ist, glaube ich, noch besser jetzt. Muss halt bloß gucken, dass der Leo... Er könnte da hinten stehen, dann habe ich ein Problem. Ich bin schon spotted durch ihn. Scheiße. Oder vielleicht durch die Löker, durch den Brugetto, könnte auch sein. Ne, der steht da hinten. Bitte hol den Brugetto, du kannst es, ich glaube an dich. Schönes Ding. Sehr gut. Therapie, Vorsicht, ja. Kann sein, dass er nachlädt, ne? Kann man gegen. Scheiße, jetzt hätte ich pieken sollen, ne? Bad Play von mir. Was hat er jetzt vor, dieser Foch? Will er da einfach nur ausharren oder fällt er rückwärts raus? Okay, er hat sich umgedreht, aber das. War, glaube ich, sein letzter Schuss. Ne? Okay, sehr gut. Er war weg. So, Kranwagen und die beiden Heavys.
Offensichtlich nicht. Dreist, die Arti. Dreist! Ja, der 705er weiß natürlich jetzt, dass ich komme, ne? Ich lass es drauf ankommen. Okay. Ich warte kurz auf den Kran. Der hat nämlich noch ein bisschen Juice. Können wir den nicht einfach spotten gehen? Risky das Umladen. Ja, nee. Ja, nee. Nee, ja, nee. Sag mir nicht 94,99, bitte. Also, das war jetzt. Also, das war ja wirklich nichts leichter als das. Nichts leichter als das. Gratulation an alle Game-Besüchtigen hier im Chat. Die beliebt haben in mich. Das war eine richtig geile Runde, oder? Wird mir jetzt erst gerade so bewusst, was das eigentlich für ein cooles Game war. Was habe ich denn hier alles gemacht? Ich habe den Konzept geblindet. Für 500, okay, okay. Wusste ich nicht, wie viel er hatte. Dann habe ich, glaube ich, den Kran. Ich habe den oben auch noch geblindet für 600, ne? Ja. Und der Rest war einfach... Mit dem Rest bin ich einfach besser gewesen als die Gegner an der Stadt. Junge, was eine Punktlandung, oder? Aber schön, guter Abschluss für diesen Tank. Ich habe echt meine Schwierigkeiten gehabt, mit dem Tank klarzukommen. Aber wenn es läuft, dann läuft's, ne? Nice.